Mit der Macht des Wächters wurde der Baum vom Verderben befreit. Doch noch immer waren Geister zu hören. Absalom, wirst du erneut reiten? Das ist eine gute Frage und damit sage ich, yo Leute, was geht da und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Darksiders 2. Wir starten einfach mal. Komm schon, Zwischensequenz. Das, meine Freunde, ist so ziemlich die epischste Szene aus Darksiders 2. Ich bin jetzt auch noch nicht so übel weit, aber ich bin schon weiter. Und ich muss sagen, das war eigentlich so die Szene, die mich am meisten geflasht hat. Auch insgesamt, dass dieser riesige Thron ist. Das ist ja jetzt wirklich, worauf wir hier stehen, der ewige Thron. Was gibt's hier alles Neues? Nein. Und dieses Schiff aka Thron, das auf dich zufliegt, ich find's einfach nur geil gemacht. So. Wir müssen jetzt zum Thron zeigen. Ach stimmt, ja. Müssen wir hier kurz warten, um so, da kommt jetzt, da hat mich beim ersten Mal durch das Teil gebackt, ging mir auch ziemlich auf den Piss. Warum springt der nicht? Was ein Arschloch. Na egal. Müssen wir das halt eben nochmal machen. Da ist noch eine Truhe. So, die Passage ist eigentlich relativ kurz, aber ob es danach schon vorbei wäre. Das ist jetzt eigentlich ziemlich viel Klettern in nächster Zeit. Aber seht ihr ja selbst. Warum? Hm.
Keine Ahnung. So. Und auch da müssen wir rüber. So, runter da. Ich glaube, jetzt sind wir sogar schon relativ weit. So, Tatsache. Tür öffnen. So, bei dem können wir wieder Moves lernen. Hat der Kanzler dich geschickt? Nun, Reiter, ich habe den Tod schon einmal besiegt. Und ich kann es wieder. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Natürlich nicht. Du stinkst immer noch nach Hoffnung. Du hättest dich nicht mit dem Kanzler treffen können. Wer bist du? Ich bin der Meister der Klingen. Und alles, was von dem Krieger aus dem Reich der Menschheit übrig ist, der einst Draven hieß. Draven. Ich hätte vor langer Zeit den Quell der Seelen passieren sollen. In der Arena habe ich meine Freiheit gewonnen. Nur, um unter das Joch des Königs der Toten zu geraten. Kanzler klingt nicht nach viel. Seit Ewigkeiten lässt seine Zunge Gift in die Ohren des Königs der Toten tropfen. Er sitzt fast auf dem ewigen Thron und er verlangt Dienste. Klingt gestört. So, ich will das. So. Interessant. So, wir machen natürlich nicht mit der Story weiter. Ich muss unbedingt so langsam mal gesund werden, ey. Ohne Witz. Das sind so komische Online-Portale. Das zeige ich euch vielleicht dann irgendwann mal. Hier gibt es nämlich eigentlich eine komplette Rüstung, also auch mit Waffe. Die habe ich aber in meinem privaten Run schon benutzt und ich wusste nicht, dass man die nur einmal benutzen kann. Egal, kann ich jetzt auch nichts machen. Halt ohne vollkommen überpowerten Scheiß. So. Aber ich könnte mich an etwas anderes hocken.
Wir haben hier nämlich jetzt ein neues Gebäude, das gerade mit dem Lesen dieses kleinen Zugangs geöffnet worden ist. Nämlich die Feuerprobe. Wie ich sehe, hast du unsere kleine Einladung begangen. Willkommen zur Feuerprobe. Hier werden die Stärksten geprüft und die Schwachen vernichtet. Klingt nach YOLO. Ich will es euch noch einmal zeigen, ich werde es ein paar Mal immer offline, offscreen machen. Warum? Weil wir dadurch EP bekommen und coole Items. Lass mich dir die Regeln erklären, von denen wir nur wenige haben. Je mehr Gegner du besiegst, desto tiefer gehst du in den Schmelztiegel. In bestimmten Intervallen werden dir Belohnungen angeboten. Wenn du die Belohnung annimmst, musst du den Schmelztiegel verlassen. Wenn nicht, darfst du weitermachen. Solltest du zu einem beliebigen Zeitpunkt scheitern, bekommst du nichts. Oh, und noch eine letzte Sache. Niemand hat jemals den Schmelztiegel komplett geschafft. Außer mir. Möchtest du eintreten? Ja, warum nicht? Ganz von vorn zu kämpfen. Eine mutige Entscheidung. Ja, aber kämpfen kann man nicht mit einem FPS-Kollege. Na, bis